Silvio, herzliche Gratulation. Huben ist ja nicht als Frühstarter bekannt, aber das war heute eine ganz starke Partie, also auf jeden Fall für uns. Ja, es war sicher eine super Mannschaftsleistung. Ja. In erster Linie, wir haben mit 4 Linien durchgezogen, haben die Sachen umgesetzt, die was wir uns vorgenommen haben. Was soll man sagen? Sicher mit einem Dreierstart ist perfekt. Ja. Es war nicht leicht, ja. Man darf nie unterschätzen, man darf nie aufgeben. Aber die Truppe hat super gemacht, ja. Muss man sagen. Und besonders die jungen Spieler haben sich ja schon bestens integriert gezeigt. Wir haben gerade in der Kabine gesagt, dass es super ist, dass eigentlich die jungen Spieler die Tor geschossen haben. Gell? Ja. Es waren einfach, aber das ist schon unser Leben. Wir spielen das so, egal wer die Tor macht, gell? Wenn man super zusammenhält, die Truppe arbeitet hat. Gell? Jetzt haben wir wieder Training nächste Woche und dann kommt Steindorf. Gell? Das Spiel ist schon zu nachhaken. Schon, aber ich habe Aktionen gesehen, wie sie so von Huben spielerisch lange nicht gesehen haben. Zum Beispiel der Backhand-Pass vom Assistant-Captain, ich glaube zum 3:2 oder 4:2 war ja unglaublich. Ja, das passiert halt, wenn man ein bisschen auf die Skills auch trainiert, nicht? Aber was dürfen wir uns von Huben weiter erwarten? Auf jeden Fall, so wie immer, hundertprozentigen Einsatz. Was ist tabellarisch euer drin? Tabellarisch ist das so, und jetzt haben wir auch eine Runde gespielt, wenn man dabei sein, wenn wir so spielen wie heute, ist alles möglich. Unter die ersten Vierer ist das Ziel, dass wir in der ersten Playoff-Runde das Heimrecht haben. Gell? Und nachher, was kommt, kommt. Wir müssen einfach von Woche zu Woche arbeiten. Gell? Wenn alle fit bleiben, wenn alle gesund sind, dann ist alles drin. Gell? Und sonst sehen wir.